Ja, ich fahre ins Repair Café. Früher haben wahre Männer Auspuff und Bremsbeläge noch selbst gewechselt. Dann hieß es, selbst ist der Mann. Heute landet viel, nein, viel zu viel im Müll, weil die Reparaturkosten unter Umständen den Neuwert übersteigen oder weil man die meisten Dinge nicht mehr selbst reparieren kann oder möchte. Den Kuchen auch. Ja, am Montag muss man frisch machen. Am Montag gibt es immer Nudeln und am Mittwoch gibt es das, was bleibt. Sehr schön. Okay. Wir können uns ausfüllen. Lisa Zimmermann sagt heute, wegwerfen war gestern und macht nun aus dem Müllnotstand eine Tugend. Sie mobilisiert mehr als ein halbes Dutzend ehrenamtlich tätige Bastler, Tüftler und Handwerker, verständigt sich mit dem Chef vom Wertstoffhof und gründet das erste Otto Brunner Repair Café. Die Lage unweit der Müllsammelstelle im Café Trödel und Tratsch, dem Otto Brunner Recycling Center, ist ideal und könnte nicht besser sein. Okay, also wir machen es jetzt der Reihe nach, wie gesagt, nur Vorbehalt. Ja, Wie fürs Repair-Café, das erste Repair-Café in unserem Bund ist die Frau Zimmermann gekommen, unsere Fachbereichsleiterin der Kultur. Und wir sind selber etwas überrascht und erfreut. Damit haben wir nicht gerechnet, dass es so viel ist. Und wir haben im Moment auch einen kleinen Aufnahmestopp sozusagen. Sachen, die ich natürlich nie brauche. Gleich haben wir dicke Zettel ausgelegt, wo Sie genau draufschreiben sollten, was Sie zum Reparieren dabei haben, was fehlt, was zu tun ist, und dann schreiben Sie bitte auch leserlich Ihren Namen mit drauf. Wenn Sie das gemacht haben, dann kommt dieser Zettel an diese Tafel hier drüben und dort werden die Zettel dann von den ehrenamtlichen Helfern abgeholt. Es kann sein, dass jemand kommt und nicht den ersten Zettel nimmt, der da hängt. Es liegt dann daran, dass er das nicht reparieren kann und sich etwas sucht, was er reparieren kann. Also die Reihenfolge kann durcheinander sein. Was ist da noch? Was ist da hier? Das ist ein Faxgerät. Wirft Mitteilungen nicht mehr aus. Kontrollleuchte. Ach, das ist jetzt unbedingt meine. Schauen Sie ein bisschen mit und sperren Sie auch die Ohren auf, wenn Ihr Name erklingt. Ansonsten wünsche ich Ihnen, dass alles, was Sie mitgebracht haben, heil wieder zurückkommt, beziehungsweise besser funktioniert als vorher. In Zukunft heißt es also wieder, wegschmeißen, nein danke. Schauen Sie den Reparateuren über die Schulter, schauen Sie sich die Tricks und Kniffe der Profis ab und lassen Sie sich von ihnen beraten.
Das nächste Mal reparieren Sie dann Ihre Mikrowelle selbst und können mit Stolz sagen, selbst ist der Mann oder auch selbst ist die Frau. Bravo! Tun Sie was gegen die Wegwerfgesellschaft? Helfen Sie mit, Deutschlands Müllberg zu reduzieren. Und wer zufrieden ist, der spendet auch etwas. Also, Messe auch gleich. Haben Sie jetzt das Gegenuhrzeiger? Sind rein oder in? So. Ich mache noch eine kurze Probefahrt. Boah, die hier drin. Muss geladen werden. Dann rüber in die Tonne. Aber sie sollten ihn normalerweise als Verstärker noch benutzen können. Ich mache das andere Sicht alles erstmal auf den ersten Blick ganz brauchbar aus. Zu finden, also der Vortrieb geht nicht für das Papier. Und es hat möglicherweise was hier mit den kleinen Antriebsrätseln zu tun, dass da irgendwo eine Verbindung fehlt. Einigungsbezug ist noch besser. Es löst Gummi an der Oberfläche an. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber da kriegt man Gummi am besten mit sauber, mit gereinigtem Benzin. Das gibt es ja, das gibt es ja nicht. Aber warte mal, lass mal. Genau. Guck mal, machen wir von der anderen Seite. So. So. Wiener wird das da unten was? Ja. Auf alle Fälle, wie gesagt, das Kleid, die Kalkins wirklich hernehmen und dann geht's. Aber okay, also. Müssen wir einen Lüschein ins Kalkum oder so? Nein, ich kenne ja gute Beratung oder sonst irgendwas. Das mit dem Kalkum Lüschein. Hier sind die Kontakte. Hier ist also plus minus. Genau. Dann geben Sie mir da Ihre Adresse. Können Sie mir die. Ich schreibe es da schon an den Zettel und dann könnt ihr es euch gegenseitig abschreiben. Aber vorher anrufen: 601-85. Ja, was haben Sie denn heute schon alles so repariert? Fahrräder, Rasenmäher, Drucker, die Verdienlaufwerk. Können Sie es so weit zerlegen? Schauen Sie, können Sie das? Da kommt an den Tunnel, komme ich schon hin, ja. Dass man da wieder gescheit hinkommt. Im größten war vielleicht eine Möglichkeit. Ja. Und schauen wir bloß, dass der Aufwand ist. Also ich habe einen HP-Drucker, der ist kaputt. Ja. Und ich habe einen Flipper. Herr Flipper ist fast dasselbe. Ja? Ja, schon. Das sind meistens Laufwerke von einem Computer. Mhm. Die kann man auswechseln. Kann man da eigentlich normalerweise irgendwas am Laufwerk überprüfen? Oder? Das wird auch keiner machen. Aha. Selbst wenn es ein Radiogeschäft bringen würde, würde das wahrscheinlich auch nicht reparieren. Soll ich mal irgendwo gegenhalten oder so? Weil hier ist es so, dass dieses Heizelement, ja. Das wird jetzt, hier sieht man an diesem Mittel, ja. Das wird praktisch da oben drauf geklemmt. Ja, genau. Ja, und das heißt, da sind jetzt keine Schrauben mehr drin, um das raus. Ja. Man kommt an die Platine nicht dran, weil das ist halt die Dose halt alle auf schnell zusammengeschraubt. Ja, dann kommt die Maschine, drückt das rein und klemmt das. Ja, das hängt dann aber immer von der Qualität des Kunststoffs ab, ne? Ja. Mit Gewalt wegdrücken, dann kann es sein, dass die Nippel nicht mehr brechen und nicht mehr halten. Und das ist immer das Blöde bei diesen Teilen. Ja, also wir versuchen mal auseinanderzunehmen. Ich sag, jetzt machen wir unter Vorbehalt. Also, wenn Sie wollen,
können Sie einen Zettel haben, den ausfüllen. Wir können nicht mehr garantieren, dass Sie heute drankommen, aber Sie könnten den ausfüllen und nach Stunde nochmal vorbeikommen. Ja? Ich fülle das aus. Gut. So. Wenn Sie Lust haben, Zeit haben, können Sie gerne hier bleiben oder noch mal eine Stunde was einkaufen. Die Nummer in Klammern bedeutet es eben, dass wir nicht mehr garantieren können, dass Sie heute drankommen. Und ich kann Ihnen jetzt nicht garantieren, dass Sie heute noch drankommen. Ansonsten, es gibt auch noch andere Repair-Cafés in München, wo man hingehen kann. Also immer mal wieder am Ostbahnhof, im Deutschen Museum, wie auch immer. Sie können es ausfüllen und wiederkommen in einer Stunde oder sagen halt, bis um 5 haben Sie auf. Ja, bis um 5 haben wir auf. Okay, was haben Sie denn? Aber ich denke, Aber ich muss mal selber mal ausprobieren, was er mir hat. Genau, Bremsen haben wir ausgemacht. Ja, also zu macht man eigentlich, die Federspannung wird erhöht, wird härter und so rausdrehen, wird die Federspannung wieder leichter. Das erste Repair-Café konnte mit einer stolzen Bilanz aufwarten. In etwas mehr als 3 Stunden haben 8 Profi-Homeworker 60 Geräte repariert. So, nochmal Wenzel. Auch die Diagnose, nicht mehr reparierbar, wurde von einigen Besuchern dankend entgegengenommen. Denn nun können sie das Teil ohne schlechtes Gewissen entsorgen. Es funktioniert aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Durch das, wenn das elektrisch ist, es geht mechanisch auch. Aber da wird das gleich der Kontakt machen. Und wenn das jetzt angeschlossen ist, ohne dass eine Kugel drin ist, wird das auch so vibrieren und zählt da oben. Ja, die Anzahl halt wie. Ich habe jetzt unten noch gar nicht geschaut eigentlich. Ich wollte mich sehr bedanken, weil ich finde es total gelungen. Wie kam es denn zu dieser Location? Weil das mit dem Café-Gefühl und mit der Stimmung ist fast perfekt. Also die Location kam so zustande, dass wir hier schon öfter selber Mittagessen von der VHS waren und das kennen als Café Trödel und Tratsch und uns gedacht haben, das ist doch der ideale Ort für so ein Repair-Café, weil es ja auch am Wertstoffhof drum geht, Dinge wieder zu verwenden, zu recyceln, nicht so viel Müll zu produzieren. Und dann haben wir den Herrn vom Wertstoffhof gefragt, ob er mit dabei ist, Kooperationen, und hat ja gesagt, der Herr Wagner, und da sind wir ihm sehr dankbar. Ja, die Idee ist ja eins, aber wo findet man denn die Leute, weil da waren ja 7, 8 Repairer, also... Ja, über Pressearbeit. Wir haben das veröffentlicht, dass wir Leute suchen. Wir haben auch hier Plakate ausgehängt am Wertstoffhof. Da hat sich jemand gemeldet und über Pressearbeit haben dann Leute mich per E-Mail kontaktiert. Ja. Wie viele Leute haben sich denn da jetzt gemeldet? Ich hatte Nummer 29 schon und ich war genau um 2 Uhr da, als es angefangen hat. Also wir haben bei Nummer 50 aufgehört, offiziell Zettel zu vergeben. Oder Nummer 56 bitte. So, jetzt kriege ich meinen Stift. Dann haben wir weitergemacht mit in Klammern die Nummern bis 60. Und jetzt habe ich nochmal welche ausgedruckt. Also bis 50 garantieren wir, dass die drankommen und darüber hinaus unter Vorbehalt. Genaueres erfahren Sie bei der Volkshochschule Südost, entweder im Programmheft oder anrufen oder auf die Website schauen. Trotzdem, man ist nicht mehr ganz allein. Kriegt immer jemanden mit.
freue mich auf das nächste Repair-Café und hoffentlich diesmal mit einigen Näherinnen, damit wir auch Textilien reparieren können. Wiederschauen. Wiederschauen.